Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Let's Play Train Sim World 2. Wir fahren heute im Sandwich der neuen BR101 und stehen hier erstmal in Duisburg. Willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Aufgrund des Ausfalls eines Steuerwagens besteht Ihr Zug aus zwei Lokomotiven. So, wir müssen hier erstmal warten, bis unser Zug angekommen ist. Das hoffentlich nicht allzu lange dauert. Aber wenigstens spielt das Wetter mit. Es ist nicht am Regnen. So, dann schauen wir mal, wo unser Zug bleibt. Aber ich glaube, der kommt da. Wollen wir mal wieder zurückgehen? Ich denke, wir ziemlich weit nach vorne fahren zum roten Signal. Da rollt er rein. Unsere 101, meine Lieblingslok. So. Aha. So, dann wollen wir uns mal auf den Punkt begeben. Uns in den Zug begeben. So, Tür zu. Wir setzen uns in den Sitz. Und stecken als allererstes mal den Richtungswenderschalter ein. So. Den sollen wir auf neutral stellen. Zack. Und die Türen entriegeln. Auch das werden wir tun. Als nächstes werden wir uns hier mal ein wenig Licht verschaffen. So. Ach. Ich glaube, so ist das besser. So. Wir schauen noch schnell in den Ablauf. So, wir fahren jetzt nach Essen, Bochum, nach Essen und Bochum. So, wir werden uns mal ein wenig umschauen. Ganz typisch die 101, wie man sie auch aus dem TS kennt. Ich muss sagen, es ist DTG sehr gelungen mit der Umsetzung und mir gefällt sie sehr gut. Aber ich bin ja eh Fan der 101 und also mir gefällt sie da sehr gut, auch hier vom Display muss ich sagen, sehr gut, sehr schön, auch sehr detailreich. So, wir werden uns gleich mal den Sound anhören. Wir werden jetzt erstmal die Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Auch das sehr gut umgesetzt vom Sprachsound her. So, hier lösen, stellen den Richtungswender natürlich auch vorwärts und werden dann jetzt mal langsam losfahren. Auch das vom Sound her. Wunderschön, muss man einfach so sagen. Auch das Quietschen der sich lösenden Bremsen beim Losfahren. Absolut genial. Lass das Ganze mal von außen anschauen. Wunderschön, wunderschön. Natürlich, als kleines Manko fehlt mir da natürlich der Steuerbahn, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also mit Steuerwagen wäre es natürlich noch schöner, aber man kann vermutlich nicht alles erwarten. Also irgendwo fährt die Polizei, aber ich sehe keinen. Naja. Aber trotzdem wunderschön. Trotzdem gefällt mir die 101 sehr, sehr gut. Aber mit Steuerwagen wäre natürlich noch schöner. Aber ja, man muss erstmal mit dem zufrieden sein, was jetzt rausgekommen ist. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Es soll ja auch bald die Strecke Hamburg-Lübeck kommen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Neue Strecken sind immer schön. Ach ja, das wollte ich auch noch hier probieren. Wunderschön. Wunderschön. So. Aber mit offenen Fenstern soll man ja nicht fahren. Also. Zack. Zack. So. So, in 15 Minuten fahren wir dann in Essen Hauptbahnhof ein. Auf Gleis. Gute Frage. Auch so ein Manko bei TSW. Steht kein Gleis dabei, auf dem man einfährt. Während beim TS natürlich immer die Gleisnummer angegeben ist, auf dem man einfährt. Ist das hier beim TSW, ist mir das noch nicht aufgefallen, also habe ich noch nicht entdeckt. Und was mich natürlich auch interessieren würde, kann man jetzt mit der 101 auf anderen Strecken fahren, als nur hier im Ruhrgebiet. Ich habe gestern mal ein bisschen rumgesucht, aber ich konnte jetzt nicht frei fahren mit der Strecke, mit der 101 oder so. Strecken, zum Beispiel Köln-Aachen. Würde mich natürlich interessieren, ob man dann da fahren kann, auch schneller als 160 mit 200 km/h. Das wäre natürlich auch schön, als nur immer 160 hier in Essen, Bochum, Duisburg. Ein Instagram-Foto machen, beziehungsweise Video. Ist gerade so schön. So, machen wir noch eine kleine Story. So, Instagram ist auch fertig. Wunderschön. Dann können wir uns ja wieder konzentrieren. Oh, das sollten wir auch in der Mitte stellen.
mal so nebenbei. Jetzt nicht mehr. Aber vielleicht sollten wir doch mal das Licht anschalten. Das ist, glaube ich, ein bisschen dunkel. So. So. Ein bisschen aufschalten. Gleich dürfen wir wieder. Entschuldigung, gleich dürfen wir wieder 160 fahren. Wunderschön. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht gleich noch anfängt zu regnen, wenn man sich so die Bewölkung anschaut. Naja, lass uns mal überraschen. Ein bisschen aufschalten. Die 101 hat ja eine Kraft, die ist ja unbändig. Allein deswegen liebe ich sie schon. Klar, jetzt haben wir sie im Sandwich, aber auch alleine zieht sie locker 11 Wagen. Also ohne Probleme. Ist kräftig, sie ist schön. Also ich liebe die 101 absolut. Von den Elox ist mir die 101 die liebste. Also kommt noch vor 103. Also 101 ist auf Platz 1. 101 ist auf Platz 1. Und die 103 kommt auf Platz 2. Und dann kommt die 146. Also in meiner Favoritenliste. Wovon die Dieselloks natürlich 218. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Dieselloks sind 218. Absolut Nonplusultra. Die würde jetzt hier auch noch fehlen. Also die sollten sie jetzt als nächstes rausbringen. 218. Schön zusammen mit Silberling und überhaupt Endbahn. Geil. Und dann die Strecke von Essen nach Born. Meine Heimatstrecke. Oh, ich würde DTG fast die Füße küssen, wenn sie das machen will. Ich glaube, ich sollte mal einen Brief nach DTG schreiben. Das wäre mega. Ich meine, die Strecke Essen gibt es ja jetzt. Müssen sie nur noch die Strecke von Essen nach Borken kriegen. Ich denke, das sollte doch kein Problem sein. Ich weiß, da steckt mit Sicherheit arsch viel Arbeit hinter. Aber dafür werden die auch bezahlt. Ne? Ich meine, das kostet ja auch ziemlich viel Geld. Die Add-ons, die strengen. Ich will nicht wissen, was Hamburg-Lübeck kosten wird. Da wird mit Sicherheit zu 30 Euro sind wir bestimmt dabei. Mit Sicherheit. Die war ja hier schon 12,59. Noch. Sie wird sich mit Sicherheit noch teurer, die 101. So, nächster Halt, Essen Hauptbahnhof. Mal ein bisschen bremsen. So, das ist schon unser Zielpunkt. Ein bisschen auf die Bremse hauen hier. So. Das ist mit Sicherheit nicht Bahner-Profi-mäßig, wie ich das hier mache mit der Bremse, aber bevor ich da drüber was aus, mache ich das lieber so. Saus drüber.
Oh nein. Bitte nicht. Türfreigabe. Türfreigabe. Ja, immerhin. Kein rotes Signal überfahren. Mal locker, locker drüber, aber egal. Kann man jetzt nicht mehr ändern. So, wir öffnen die Tür. Und wir gehen uns mal ein bisschen nach draußen. Wenn er es mitmacht hier. Es ist nicht einfach. Leider spielt die Steuerung gerade nicht mit. Warum auch immer. Da machen wir es so. Wunderschön, oder? Wunderschön. Allein der Sound ist mega. So. Soll ich noch bis 16.30 Uhr warten? Das werden wir natürlich tun. Wir schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Sehr schön. Lösen die Bremsen. Und fahren los. Ah, der Sound ist einfach nur geil. Aufschalten. Herrlich, herrlich. Wunderschön, oder? Wunderschön. Doppelte 101er Sound, doppelte 101er Power. Besser geht's nicht. Schaut euch das an, das ist zum Niederknien. Wie er sich in der Kurve legt. Einfach nur schön. So, ich lasse euch jetzt mal ein wenig mit den Eindrücken allein. Das heißt, ich halte meinen Mund und ihr genießt einfach mal. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. So, muss mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Gleich 140 erwarten. Mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Eventuell, wenn die Zeit gleich noch passt, werde ich gleich noch ein kleines Vorstellungsvideo machen von und mit der BR101. Wo wir ein wenig in die Details gehen von Aufmachung, Sound und Fahrverhalten. Kann ich aber noch nicht versprechen. Eventuell kommt das gleich nach diesem Video oder ich mache es die Tage. Muss ich mir noch überlegen. Weil ich habe Montag auch Urlaub, von daher habe ich sowieso einen Tag mehr zur Verfügung, wo ich eventuell ein Video produzieren kann. Von daher denke ich, ob das dann morgen kommt oder Montag, je nachdem ist die Zeit erlaubt, weil ich, wie gesagt, YouTube steht nicht im Mittelpunkt, sondern meine Familie. Und das, was ich hier mache, ist Hobby. Entweder es kommt an oder es kommt nicht an. Es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich hier die, wer weiß wie, 10.000 Abonnenten haben, das wird sowieso nicht funktionieren, wie ich merke. Und da sind andere besser, die das machen. Da ziehe ich absolut meinen Hut vor, habe absoluten Respekt vor denen. Wie zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, der Rob spielt das. Train on the TV. Wer fällt mir da noch ein? Ach, da gibt es so viele, die das hier professionell machen, die auch schon wer weiß wie viele Abonnenten haben und die das auch absolut verdient haben, absolut. Das mal ganz klarzustellen, muss ich hier mal ein bisschen bremsen, weil ich hier im Signal 60 gleich 120 mal ein bisschen auf die Lage konzentrieren. So. Also wie gesagt, die das da professionell machen und die haben es absolut verdient. Wie gesagt, für mich ist das hier alles Spielerei. Es ist ein Spiel. Es ist ein schönes Gimmick mit YouTube und es ist mein Hobby. Ich mache das gerne. Und entweder ich bin erfolgreich oder halt nicht. Und wenn ich so ein bisschen schwanke hier zwischen 16, 17 und 20 Abonnenten, ist das schön. Wenn mehr dazu kommen, ist das noch schöner. Und wenn ich jetzt bremsen sollte, ist das noch viel schöner. Störung. Störung. Erstmal auf 60. Erstmal auf 60. Ja. Türfreigabe. Komm schon. Ah. Ich muss noch ein bisschen weiterfahren. Jetzt wird das mit dem Einsteigen doch ein wenig schlecht. Ja, komm, gib Gas. Jetzt habe ich mich ein wenig verquatscht und nicht drauf aufgepasst, wo ich überhaupt bin und warum ich bremsen muss. Und das kommt aber rum, wenn man während der Arbeit zu viel quatscht. Aber egal. Ziehen wir halt noch ein Stück vor. Das sollte ja kein Problem sein. Ich denke, 20 km/h sollten reichen, bis zum Ende des Bahnsteigs vorzuziehen.
Wir wollen jetzt auch nicht, wer weiß, wie schnell werden. Damit ich gleich nicht übers rote Signal schieße. Pünktlich bin ich auch. Aber der Sound wunderschön, oder? Wunderschön. So. Ich denke, das sollte reichen. So, das werden wir natürlich tun. Zack. Stellen Sie den Bremsschlüssel auf abgesperrt. Das werden wir tun. Stellen Sie den Richtungswender auf aus. Das werden wir tun. Entfernen Sie den Richtungswender. Das ist immer, ach, das hatte ich gestern schon Probleme mit. So, machen wir noch das Licht aus. Verlassen Sie den Zug. Auch das werden wir tun. So, machen die Tür auf. Gehen raus. Und verschließen die Tür. Eigentlich. So, dann schauen wir mal, wie es abgeschnitten haben. Naja, geht doch. So, das war's fürs Erste von mir, von diesem Szenario und mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, schönes Wochenende, macht's gut, bleibt mir treu. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefällt, macht wie immer gar nichts. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Ciao, ciao.